Meine Schwester, sie ist krank. Multiple Sklerose. Und ich muss halt nochmal für die Behandlung jetzt zahlen. Weil wenn ich das nicht tue, ist es halt nicht so wie hier, dass wir eine Krankenversicherung haben, die das alles übernimmt. Deswegen muss ich das jetzt irgendwie auf eine Art und Weise das Geld jetzt hinkriegen. We are young. Was machst du hier? Du weißt, du darfst hier nicht sein. Ach, dir geht's aber gut, ne? Witze machen mit deinen Kollegen, die dich verprügelt haben wahrscheinlich? Warum? Ja, bist du schon wieder gekommen, um mir den Job rauszureden? Du weißt doch, ich bin drauf angewiesen. Du weißt, kennst meine Situation. Mit meinem Chef, du weißt, er schuldet mir noch 700 Euro. Und meine Familie. Patrice, ich wollte dich überhaupt nicht unter Druck setzen, okay? Wirklich nicht. Deswegen bin ich auch gar nicht hier. Ja, okay, weswegen dann? Fragst du wirklich weswegen? Weil du mich nach dem Anruf einfach so hast stehen lassen? Weil ich mir vielleicht Sorgen mache? Ist irgendwas passiert? Wer war das? Was? Ja, ey, du kannst hier nicht sein. Okay, von mir aus können wir gerne später reden. Ja, genau, wieder immer später reden. Ey, du hast schon wieder hier rum. Sein Alter, du willst arbeiten. Was machst du schon wieder hier? Runter von mir, einfach flott. Mann, ey! Ey, reden später, okay? Ich kann jetzt nicht. Ich erkenne Patrice überhaupt nicht mehr wieder. Ich will doch einfach nur wissen, was da gestern passiert ist und ihm helfen. Aber dafür muss er mich auch lassen. Toni, du hast Besuch. Hey, Können wir kurz reden? Ja, klar, komm rein. Möchtest du setz dich was trinken, was essen? Alles gut. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Okay? Mein Verhalten vorhin, ja, es war unangemessen. Aber ich wollte auch nicht vor meinen Kollegen reden. Und ja. Deswegen. Aber was war das gestern für ein Anruf? Du bist einfach so abgehauen und dann komme ich zu dir und dann bist du noch abweisender. Warum? Das war meine Mom. Okay? Meine Schwester. Sie ist krank. Multiple Sklerose. Und ich muss halt nochmal für die Behandlung jetzt zahlen. Weil wenn ich das nicht tue, ist es halt nicht so wie hier, dass wir eine Krankenversicherung haben, die das alles übernimmt. Deswegen muss ich das jetzt irgendwie auf eine Art und Weise das Geld jetzt hinkriegen. Aber dann hättest du mir das doch sagen können. Ich meine, ich kann dir helfen, ich kann dir das Geld doch geben. Ja, natürlich nicht. Ich möchte ja auch nicht die Hilfe, so nicht Geld. Okay, ich krieg das aber auf eine Art und Weise schon hin. Und ich wollte einfach nur wissen, dass es uns, dass alles zwischen uns gut ist, okay? Nee, Patrice, jetzt mal ernsthaft. Guck mal, das mit dem. Wir haben den Rucksack. Den Rucksack können wir zurückgeben. Dann haben wir schon mal 100 Euro. Ja, schau mal. Dann. Ich habe noch ein Sparbuch. Da sind 200 nee, Euro drauf. Komm, schau mal, das brauchen wir nicht, okay? Ich krieg das schon alles irgendwie auf eine Art und Weise hin. Und dann. Wir hören uns dann einfach später, okay? Bis später. Jetzt verstehe ich erstmal, in was für einer Scheißsituation Patrice ist. Aber es kann auch nicht sein, dass er deswegen wie Dreck behandelt wird, nur weil er Geld braucht. Ich muss doch irgendwas machen können, damit ich ihn aus dieser Sache rauskriege. Ja. Okay, ich komme mit dem Sparbuch zur Bank und dann kann ich das einfach da abheben, das Geld. Nee, okay, dann. Toni, ganz im Ernst, was soll das? Was wird das? Was wird das? Wieso nimmst du mir mein Handy weg? Ich war am Telefonieren. Ja, ich weiß. Mit der Bank. Ich hab's gerade eben mitbekommen, wie viel Geld du Patrice geben willst. Merkst du nicht, wie blöd das ist? Ganz im Ernst, Mann. Du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Und deswegen solltest du dich da auch nicht einmischen. Das ist mein Geld, also kann ich mit meinem Geld tun und lassen, was ich will. Ich weiß, dass es dein Geld ist, aber ich will dir einfach nur helfen. Toni, ja, und ich will Patrice helfen. Du weißt gar nicht, in was für einer Scheißsituation er ist. Erzähl. Seine Schwester ist krank, okay? Okay. Ja, und in Kamerun ist das nicht so einfach. Dann musst du die Behandlung direkt bezahlen. Toni. Ich
weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber findest du nicht, dass der sehr, sehr, sehr auf Geld aus ist? Ich meine, der beklaut seinen Chef und jetzt will er noch Geld von dir haben. Also, was wird denn das? Wo soll das enden? Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Also, erstmal hat er sein... Ja, okay, er hat seinen Chef beklaut. Ja. Aber das war sein Geld, das stand ihm zu, okay? Sein Chef nutzt ihn aus. Deswegen kann er ja überhaupt nicht sein eigenes Geld hinschicken. Der geht jeden Tag arbeiten. Und deswegen will ich ihm einfach nur helfen. Ich meine... Toni, es ist... Es ist doch wirklich ein Klischee so. Also, nee, der Einzige, der gerade das Klischee sieht, bist du. Und ich hätte niemals von dir gedacht, dass du hier irgendwie so Vorurteile benutzt. Ist doch nicht dein Ernst. Toni... Ich mache mir einfach nur Sorgen, okay? Mehr ja, nicht. Genau, du machst dir einfach nur Sorgen. Ja. Patrice und ich sind ein Paar. Und wenn der andere Probleme hat, dann hilft man sich einfach. Ja. Das würdest du auch tun. Klar. Ja, also, misch dich einfach nicht ein, okay? Ich fasse es einfach nicht, dass Conrad wirklich glaubt, dass das nur eine Masche von Patrice ist. Toni, ich bin mal vorne den Bestand schicken, okay? Ja. Hey. Hey. Alles klar. Schön, dass du da bist. Ich möchte dir ganz gerne was geben. Was geben? Was ist das? Das ist das Geld für die Behandlung deiner Schwester. Wie das Geld? Guck mal, ich habe entschieden, dass ich dir das Geld einfach gebe. Ey. Ja, ich weiß, dass du... Ich habe dir doch gesagt, ich möchte es nicht. Ich möchte kein Geld von dir annehmen. Ja, ich verstehe auch warum, weil du denkst, du würdest mich ausnutzen. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Deswegen nimm bitte das Geld einfach an. Guck mal, das sind 200 Euro von meinem Sparbuch. Plus noch die 100 Euro von dem Rucksack. Das sind 300 Euro. Aber das ist dein Geld. Ich möchte es nicht annehmen, habe ich dir doch schon gesagt. Ich weiß, aber du kannst mir das ja dann irgendwann zurückzahlen, wenn du die Möglichkeit hast. Aber jetzt ist einfach nur wichtig, dass deiner Schwester geholfen wird. Und anders schaffst du es nicht. Ja, aber ich habe dir doch gesagt, ich krieg das irgendwie anders hin. Und kriegst du aber nicht. Und das weißt du selbst. Deswegen nimm es bitte einfach an, okay? Du musst dich nicht schlecht fühlen, überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich das von dir wiederkriege. Aber ich möchte dir einfach helfen. Aber ich es ist ein Notfall. Es ist okay. Es ist wirklich okay. Du lässt erst nicht lochern, ne? Nein. Ich möchte dir einfach nur helfen. Bitte nimm meine Hilfe einfach an. Na gut, dann danke dir. Sehr gerne. Mir fehlen die Worte. Alles gut, das ist voll okay. Und guck mal jetzt, wo du weißt, dass ich dich bei allem unterstütze, vielleicht schaffst du dann sogar irgendwann, den Job bei deinem Arschloch-Chef zu kündigen und dann besorg ich dir einen neuen. Ja, ich hab's schon mal geschafft. Ich hab's schon mal geschafft, dir einen Job bei der Pflege zu suchen. Und vielleicht schaffe ich das wieder und dann kannst du mir auch das Geld zurückzahlen und dann ist doch alles super. Ja, das mache ich auf jeden Fall und du weißt nicht, wie sehr ich dir dankbar bin. Und sobald ich das auch kann, werde ich dir sofort das Geld zurückgeben. Ich weiß. Okay. Alles gut. Ich bin so froh, dass Patrice das Geld angenommen hat. Ich meine, es geht um die Gesundheit von seiner Schwester. Und da braucht Connor auch nicht mehr um die Ecke kommen mit, ja, das ist alles nur Fake von Patrice. Ich habe doch gesehen, wie schwer es ihm gefallen ist, das Geld überhaupt anzunehmen. Also ernsthaft, ich glaube nicht, dass Massaker ein guter Film ist. Ja, aber wenn ich mit der schönsten Frau der Welt schaue, dann bestimmt mit der schönen, ne? Ja, die muss auf jeden Fall beschützen, weil ich habe ein bisschen Angst bei Horrorfilmen. Ich bin ja dabei, brauchst du nicht. Danke dir nochmal wegen meiner Schwester, okay? Dass du mir hilfst. Und mir das Geld leist. Das mache ich gerne. Wirklich. Ja, ich weiß, aber das musst du. Mach ich. Ist alles in Ordnung. Gibt's diese Schwester denn auch wirklich, Patrice? Wie? Wie gibt's diese Schwester? Was wirfst du mir gerade vor? Das war eine Frage, das war kein Vorwurf. Glaubst du gerade ernsthaft, dass ich mir das ausdenke, um meine Schwester und meine Freundin Geld wegzunehmen, oder was? Das hast du jetzt gesagt. Echt, guck mal, man merkt dir an, du hast keine Ahnung vom Leben, okay? Und dass du mir so dumm ankommst, traurig. Man merkt wirklich, du warst wahrscheinlich dein ganzes Leben nur in Deutschland.
Und deswegen weißt du nicht, was Leiden und was weiß ich was. Das hat, du hast keine Ahnung vom Leben einfach. Denkst du? Ja, denke ich. Das muss ich mir nicht denken. Das merke ich an deinen Aussagen. Und dass du mir so blöd ankommst, muss ich mir nicht geben, bevor ich mich hier vergesse. Ey, den Film können wir später anschauen. Patrice, jetzt was? Nein, ey, sorry. Dein Ernst? Was? Das ist das, was du willst? Ich hab ihm einfach nur. Ich hab ihm nur eine Frage gestellt. Du checkst überhaupt nichts mehr, Kammer, Alter. Gar nichts mehr. So viel zu Freunde. Offensichtlich, was hier gerade passiert. Das ist einfach nur eine richtig asoziale Ausnutztaktik von dem Typen. Ganz im Ernst, Alter, sag mal auch was. Bro, ganz im Ernst, ich bin mir nicht sicher, ob deine Theorie so stimmt. Warum? Ja, was ist denn, wenn Patrice die Wahrheit sagt? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Tut er nicht. Bro, guck mal, ich habe ihn doch jetzt auch schon kennengelernt. Und ja. Er war wirklich bis jetzt ein netter und aufrichtiger Typ. Und ich find's nicht fair, dass das du ist das, das unterstellst. Das ist es ja. Das ist es ja. Der ist ein netter und aufrichtiger Typ. Nach außen hin. Und das Problem ist, Toni ist auch nett. Zu nett. Sprich, die fällt total darauf rein. Ich meine, die ist schon mal auf so einen netten Typen reingefallen. Auf Aaron. Der Terrorist war am Ende. Ganz im Ernst. Plus, ich meine, Patrice dealt mit Drogen. Plus, beklaut seinen Chef. Das spricht doch eindeutig Bände. Bro, ich bin jetzt wirklich ganz ehrlich zu dir. Ja, Toni ist vielleicht ein bisschen naiv und fällt auch vielleicht auf ein paar Leute drauf rein. Aber weißt du, was mir das wirklich sagt? Dass dieser Typ dringend Geld braucht. Und ja, vielleicht wirklich für seine kranke Schwester, vielleicht auch nicht, aber er braucht Geld. Und was ich trotzdem nicht verstehe, ist, warum drehst du so am Rad? Gibt's da vielleicht noch einen anderen Grund für? Nein, Danny, sag's nicht. Was soll ich nicht? Danny, sag's nicht, ohne Spaß. Bro, kann's vielleicht sein, dass du noch Gefühle für Toni hast? Oh mein Gott. Sprechen du und Dean, sprecht ihr euch ab? So, mit dem, was ihr sagt? Ganz im Ernst, nein, Toni ist einfach nur eine Freundin von mir. Und ich möchte als Freund einfach nur nicht, dass sie in ihr Unglück rennt. Fertig. Ganz wie du meinst. Ja, kann sein, dass ich noch Gefühle für Toni habe. Keine Ahnung. Aber darum geht's nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich da ein scheiß Gefühl habe. Ich bin nicht eifersüchtig oder so. Ich glaube einfach nur, dass er Toni hart ausnutzt. Das ist alles. Ey, es nervt mich einfach, dass Connors Aktion jetzt wie so ein Schatten über Patrice und mir liegt. Der soll sich einfach aus unserer Beziehung raushalten. Patrice, du darfst dir diesen Scheiß von Connor nicht so zu Herzen nehmen, okay? Guck mal, das ist einfach mein Ex-Freund und der hat einen übertriebenen Beschützerinstinkt. Was ich auch ein bisschen verstehen kann. Ich meine, ich hatte in letzter Zeit echt viel Pech mit meinen Freunden. Aber all das, was er sagt, sehe ich nicht so. Und das sollst du einfach wissen, okay? Aber vertraust du mir? Ja, ich vertraue dir. Und ich weiß auch, dass du die Wahrheit sagst. Das freut mich auf jeden Fall, dass du es sagst. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, Connor wird mich niemals akzeptieren. Und das lässt mich denken, dass manchmal... Es tut mir auch leid, aber ich habe das Gefühl, ich passe einfach nicht in deine Welt. Hey, Patrice, du bist schon lange in meiner Welt. Und alles, was Connor sagt, ist mir scheißegal. Und irgendwann wird auch der akzeptieren, dass das zwischen uns beiden einfach funktioniert. Pass auf. Ich bin echt froh, mit dir zusammen zu sein. Ich hatte noch nie einen Freund, der einfach so liebevoll ist und so ein gutes Herz hast. Also, und du opferst einfach alles auf, nur um anderen zu helfen. Ich bin wirklich glücklich mit dir. Meinst du das ernst? Ja, meine ich. Und wegen das, was du vorhin im LE gesagt hast, wegen meinem Job und meinem Arschloch von Chef, ich werde damit aufhören, okay? Das ist genau die richtige Entscheidung. Und ich werde dich die ganze Zeit dabei unterstützen. Echt? Ja, werde ich. Ich bin gerade einfach so glücklich mit Patrice. Ich habe das Gefühl, dass wir zusammen alles schaffen können. Und da lassen wir uns auch von niemandem beeinflussen. Weder von dem Chef von Patrice, noch von Connor.
Du brauchst mir nicht helfen. Du wiederholst dich die ganze Zeit. Was ist denn los mit dir? Geh mir doch nicht einfach auf den Keks. Und hast du es denn? Du hast schon genug angerichtet, okay? Du bist nicht ganz unschuldig daran. Hallo. Was ist denn mit dir? Was ist denn bei euch los? Hi. Ich wollte fragen, wo das Klo ist. Hier. Oh, achso. Was war das? Das ist Heidi. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, dass Olivia gerade eifersüchtig war. Egal, was in der Welt da draußen passiert, aber mit Paula an meiner Seite ist alles okay.